Jens Keller, das Trainingslager hier in Katar, Doha, geht zu Ende. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Team? Was wir erarbeitet haben, sind wir sehr, sehr zufrieden. Die Jungs haben richtig gut mitgezogen. Wir haben sehr, sehr viel umgesetzt, was wir wollten. Mit was ich nicht zufrieden bin, ist ganz klar das Spiel gegen Bayern, mit dem Ergebnis vor allem. Da waren schon einige Dinge, wo es sehr gut waren. Aber natürlich haben wir da viele Dinge auch nicht richtig gemacht. Und das war das Einzige, wo ich nicht zufrieden war hier in dem Trainingslager. Und natürlich mit dem Pech, wo wir ein bisschen haben mit unseren Verletzten. Das ist auch nicht optimal gelaufen, aber ansonsten bin ich mit den Bedingungen, mit denen wir die Mannschaft mitgezogen haben, mit dem, was wir erarbeitet haben, bin ich sehr, sehr zufrieden. Mit welchen spielerischen Zielsetzungen sind Sie hingeflogen und inwieweit konnte das umgesetzt werden? Spielerischen Zielsetzungen. Ja. Wir haben allgemein uns vorgenommen, dass wir sehr viel arbeiten mit den Abständen in den Mannschaftsteilen, mit der Defensive, aber auch Lösungsvorschläge für die Offensive zu kreieren. Und das haben wir soweit alles umgesetzt. Und wir haben heute nochmal eine etwas härtere Trainingseinheit. Und auch im physischen Bereich haben wir einiges getan. Also von dem her haben wir viele Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Sie sind kurz vor der Winterpause gekommen, dann war erstmal Urlaub. Wie haben Sie jetzt Ihre Mannschaft kennengelernt? Ja, so wie ich sie auch schon vor der Winterpause kennengelernt habe. Das ist eine Mannschaft, die funktioniert, die hat eine Harmonie. Manchmal ist es vielleicht zu harmonisch, es muss manchmal auch krachen, um gewisse Dinge rauszukriegen aus der Mannschaft oder reinzukriegen vielleicht auch. Aber die Mannschaft ist völlig intakt und sind auch sehr, sehr viele oder alle gute Charaktere.